Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Philosophischen Quartetts in diesem Herbst aus der Autostadt in Wolfsburg. Unsere Gäste diskutieren heute mit Rüdiger Safranski und mir über das Thema Tugend, reine Übungssache. Eine solche Fragestellung versteht sich nicht ganz von selbst, denn über Tugend haben wir seit sehr langer Zeit nicht mehr gesprochen. Und von Übungen redet man auch erst seit kurzem wieder, woran ich persönlich übrigens nicht ganz unschuldig bin, weil ich in einem jüngeren Buch die These vertreten habe, dass man menschliches Leben nicht nur im Lichte von Arbeitsbegriffen verstehen darf, sondern eben auch im Licht des Übungsverständnisses. Ein neuer Ton also ist in der Moraldebatte aufgetaucht. Jahrzehntelang war die Rede von Werten, als ob die Moral aus der Börse stammte. Oder von Rechten, als ob die Moral aus dem Justizgebäude käme. Oder von Pflichten, als ob sie geradewegs in der Fabrik oder auf dem Kasernenhof zu Hause wäre. Und nun auf einmal die Tugenden. Wie gesagt, ein Wort, dessen Gebrauch wir uns fast entwöhnt haben. Meine Damen und Herren, üblicherweise behaupte ich an dieser Stelle meiner Präsentation, dass wir in der Person unserer Gäste Experten eingeladen hätten. Das ist nun eine These, die ich heute unter gar keinen Umständen aufstellen kann, weil ich doch einfach deswegen, weil es für dieses Thema, für Tugend im Allgemeinen, keine wirklichen Experten und Expertise geben kann. Aber es gibt Zeitgenossen, und die gibt es wirklich, die zu dieser Sache etwas zu sagen haben. Ich begrüße sehr herzlich Frau Thea Dorn, einem großen Publikum bekannt als Romanautorin, als Publizistin, als Fernsehmoderatorin, in gewissem weitesten Sinn des Wortes auch als Kriminologin oder Kriminalistin. Sie nähert sich unserem Thema sozusagen von der entgegengesetzten Seite, wenn ich so sagen darf. Und ich begrüße ebenso herzlich Herrn Klaus Mertes. Er ist Mitglied der Societas Jesu, Rektor des Canisius-Gymnasiums zu Berlin, wo er selbst auch Latein und Religion unterrichtet und als Publizist tätig ist. Von Frau Dorn darf ich hinweisen auf ein Buch, das ihre Kompetenz in dieser Angelegenheit doch deutlich unterstreicht, was die Kriminologie anbelangt. Mädchenmörder mit dem nun plötzlich ganz drohend klingenden Gattungstitel Ein Liebesroman. Und von Herrn Klaus Mertes weise ich Ihnen auf zwei Bücher, von denen eines ganz aktuell ist, Widerspruch aus Loyalität, vor wenigen Monaten erst erschienen, ein Versuch, deutschen Katholiken zu erklären, wie man bei seiner Kirche bleiben kann, auch unter den Turbulenzen, die uns aus Rom beunruhigen, und eine kurz davor erschienene Schrift Verantwortung lernen, Schule im Geist der Exerzitien. Da hört man die Stimme sozusagen eines erfahrenen Schulmannes. Herr Mertes, gibt es etwas an unserem Thema, was Sie besonders motiviert hat, jetzt an der Diskussion teilzunehmen? Vielleicht sogar eine Lieblingstugend, von der Sie unbedingt wünschen, dass sie nicht in Vergessenheit gerät oder dass sie in den Vordergrund gerückt werden muss. Ja, kurz geantwortet zwei Dinge. Das erste ist, dass ich auch den Begriff der Wertedebatte überhaupt nicht mag und schon seit langen Jahren darunter leide, dass man meint, mit dem Begriff Werte das Problem überhaupt angemessen fassen zu können. Und also von den klassischen Kardinaltugenden würde ich sagen, liegt mir zuerst einmal die Tugend der Klugheit besonders am Herzen. Da hört man den Schulmann aus seinem Fach oder aus seiner Mission sprechen. Ich wage es ja eigentlich kaum, aus irgendeinem Grund, der mir nicht ganz klar ist, Sie zu fragen, ob das Wort Tugend sozusagen in Ihrem Wortschatz überhaupt eine besondere Rolle gespielt hat. Falls das so wäre und es eine positive Antwort gibt, könnten Sie in Analogie zu dem
Bekenntnis von Herrn Mertes auf irgendetwas verweisen? Sie dürfen sich ruhig trauen, Herr Sloterdijk. Ich komme ja auch von der Philosophie und bin dort sehr schnell bekennende Aristotelikerin geworden. So gesehen bin ich im Zentrum des Tugendbegriffs eigentlich in dem gelandet, was ich philosophisch machte. Und es gibt, also im Grunde liebe ich den gesamten Tugendkatalog, wie Aristoteles ihn entwirft. Aber wenn ich mich jetzt auf eine festlegen soll, ist es vielleicht die Megalopsychia, der Stolz, was, wenn man es ein bisschen ganz einfach mal erklären will, heißt, sich nicht für mehr zu halten, als man ist, sich aber auch nicht für weniger zu halten, als man ist. Megalopsychia, das würde man ganz wörtlich übersetzen mit Großgesinntheit oder Großseligkeit. Das ist übrigens das genaue griechische Analogon zu dem Wort Mahatma, mit dem die Inder das Phänomen der großen Seele beschreiben, das dann allerdings auch als Titel für einzelne Personen vergeben werden kann. Nie darf eine indische Persönlichkeit den Titel selber sich zusprechen, aber er wird verliehen vom Volk oder von denen, die eine Person anerkennen. Und wir haben nur eigentlich im Westen nur ein einziges Beispiel hierfür in Erinnerung, das war Gandhi. Herr Mertes, ich kann mir vorstellen, dass ein Teil unserer Zuschauer eingeschaltet hat, weil sie gerade denken, aha, eine Wertedebatte könnte interessant sein. Nun sagten Sie, Sie haben das gerade nun nicht ausgehalten, die Wertedebatte, die wir jetzt auch immer geführt haben. Wie hängt das für Sie zusammen? Wertedebatte und Tugend? Ja, das hängt für mich damit zusammen, dass die Wertedebatte immer schon voraussetzt, dass klar sei, über welche Werte wir reden und dann nur noch die Frage sei, wie wir die jetzt beibringen können. Also es wird vom Werteverlust gesprochen. Auch da setzt man schon voraus, dass klar sei, welche Werte wir verloren haben. Und dann ist eine volkspädagogische Debatte, die geführt wird, eben die, wie kann man jetzt diese Werte irgendwie wieder reinbringen. Das ist in der Regel eine eher konservative, rückwärtsgewandte Sicht auf den Begriff der Werte. Das ist das eine, was ich daran kritisiere. Aber das andere ist eben aus meiner Erfahrung im Umgang, also mit Schule, mit Jugendlichen, weiß ich, dass als Allerwichtigste zuerst einmal die Frage ist, ich sage jetzt mal Werte, als Werte überhaupt zu erkennen, also die Möglichkeit einer Debatte darüber zu führen, was denn eigentlich Gerechtigkeit oder Klugheit oder Tapferkeit sei und warum sie mit einem Sollensanspruch verbunden werden kann, also mit einem ethischen Anspruch. Warum soll ich gerecht sein? Die Antwort auf diese Frage muss zuerst mal offengestellt werden. Und die Wertedebatte setzt bereits voraus, dass die intellektuelle Arbeit abgeschlossen sei und der Rest eine Frage der Technik sei. Aber dasselbe Problem hat man doch letztlich mit dem Tugendbegriff genauso. Also ob wir uns nun streiten, was unser Wertekatalog ist oder ob wir uns streiten, was der Katalog der Tugenden sein soll. Also um das Problem kommen wir so oder so nicht rum. Ich würde nur sagen, der Vorteil der Tugenddebatte ist, bei diesem Wertebegriff, Sloterdijk hat es ja in der Anmoderation angedeutet, haben wir immer das Problem, wo ist denn dieser Wert? Also ist der in irgendeinem Himmel oder eben liegt der auf der Bank oder steht der in Büchern? Wo ist der denn? Bei einer Tugend ist es einfacher, weil man sagen kann, es ist sehr klar, wer der Träger einer Tugend ist, nämlich das handelnde Individuum. Das würde ich sagen, ist erstmal der große Vorteil, wenn man den Tugendbegriff wählt, dass es eben nicht das Abstrakte vom Wertbegriff hat, sondern ganz klar ist, dass der einzelne handelnde Mensch gemeint. Ja, aber deswegen liebe ich ja die Tugend der Klugheit so sehr, weil natürlich die Tugend der Klugheit eben nicht umsonst auch als erste der Tugenden bei den vier Kardinaltugenden genannt wird. Es kann jemand tapfer sein, also ein Selbstmordattentäter kann tapfer sein, aber unter falschen Voraussetzungen. Ich denke, dass auch jede Tugenddebatte noch einmal eingeordnet werden muss in eine Schau der Wirklichkeit, vereinfacht gesagt. Also ich will mal ein paar Tugenden nennen, damit wir wissen, worüber wir diskutieren. Wobei ich dazu sagen möchte, ich habe auch ein Unbehagen an Wertediskussionen, aber vor allem deswegen, weil man da immer so tut, als müsste man das Rad neu erfinden, als müsste man durch eine besondere intellektuelle Originalität auf irgendeinen Wert kommen. Dem ist ja eigentlich nicht so. Wir haben diese vier großen Tugenden: Klugheit, Tapferkeit, Maß, Gerechtigkeit. So. Dann kommen noch diese vier speziellen christlichen Tugenden: Glaube, Liebe, Hoffnung. Habe ich hier mal eingeklammert. Ja? Noch ein weites Feld. Aber man könnte natürlich jetzt weitere Tugenden, Sie haben die Großgesinntheit, die Großherzigkeit genannt, wir haben die Bescheidenheit,
Wir haben die Aufrichtigkeit, wir haben Standhaftigkeit, Ehrlichkeit und dann haben wir noch, die mal etwas verleumdet worden sind, die sogenannten Sekundärtugenden. Vielleicht erinnern sich da noch manche, es gab da so eine Debatte, also Fleiß und Pünktlichkeit, genau. Mit denen man auch ein Lager führen kann, ja, wurde dann gesagt von La Fontaine. Also da ist, es fehlt eigentlich nicht an Tugenden, es fehlt auch dann also nicht an Werten, die in diesen Tugenden irgendwie drinstecken, aber woran fehlt's? Ja, also vereinfacht gesagt an zwei Dingen. Das eine, meine ich schon, ist eine ständige, jetzt bringe ich das Wort der Übung, eine ständige Übung in die Begründung der Tugenden. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, dass also die Tugenden, natürlich liegen sie vor, aber die Frage, wie ich sie begründe, warum ich sie für Tugenden halte und nicht für Laster, diese Frage muss eigentlich ständig bedacht werden. Ich finde, der Tugenddebatte muss eine ständige philosophische Debatte begleitet werden und das muss geübt werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann, dass auch Möglichkeiten, also ich rede als Pädagoge, jungen Menschen geboten werden, die Tugenden auch zu üben, also zu praktizieren. Und zwar durchaus auch im Sinne von testweise praktizieren. Aber sind wir da nicht auch schon im Teil des Problems? Also diskutieren ist ja nun durchaus, da benutze ich jetzt den Ausdruck Wert, der sehr hoch angesehen ist, so allgemein in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob das dann immer anspruchsvolle Diskussionen sind, aber es wird furchtbar gerne über alles gequatscht und alles wird diskutiert. Und gerade auch in der Erziehung, wenn man sich anschaut, bei vielen eher selber im Weltbild verunsicherten Eltern, die gar keine Ahnung haben, was sie für Vorgaben machen sollen, da wird ja quasi schon mit dem Dreijährigen alles ausdiskutiert, wovon ich nicht glaube, dass es eine gute Idee ist. Und so gesehen glaube ich, dass Ihre sicher sehr ehrenwerter Anspruch, dass die Tugenden ständig zu Verhandelnde sind, und das glaube ich auch. Also wir können nicht wie Moses irgendeinen Berg hochgehen und dann kommen wir mit 15 oder ich weiß nicht wie viel Tafeln runter und da steht drauf, das seien für dahin eure Tugenden. Aber ich glaube, das Grundlegendere, wenn man erstmal den Tugendbegriff nimmt, ist tatsächlich das Wort, was Sie erwähnt haben, die Einübung. Also dass eine Tugend soll ja so etwas werden wie eine feste Charakterdisposition. Also der eine bestimmte Tugend besitzt, ist im Charakter so gefestigt, dass er sich in einer relevanten Situation wahrhaftig, tapfer und so weiter verhalten wird. Und das kann man natürlich nicht sein, wenn man es jetzt eben mal beschließt, sondern das muss geübt werden. Und zwar, vermute ich, sehr, sehr früh. Ich glaube, Sie führen uns jetzt auch auf die fruchtbare Spur, nicht? Denn Sie haben...